Jetzt wäre ich fast gefallen. Jetzt wäre Mama Little ganz eifersüchtig. Wir haben Haus des Geldes fertig geschaut. Ich fand es zum Schluss hin echt gut. Leute, was geht ab? Zurück zu Vlogmas. Wir sind heute bei Vlogmas 5 schon angekommen. So krass, die Zeit vergeht einfach so schnell. Aber ich muss sagen, es macht mir immer noch super, super viel Spaß. Ich bin immer noch mit vollem Herzen dabei und ich feiere es, dass ihr auch so viele Kommentare schreibt und wir so in den Kommentaren interagieren. Das freut mich wirklich sehr. Auf jeden Fall habe ich schon was gegessen. Ich war auch schon unten, aber ich habe den Vlog noch nicht angefangen, weil ich diesen Vlog mit einem kleinen Beauty-Programm mit euch starten wollte. Ich habe euch ja im letzten Vlog erzählt, dass meine Haare sowas von am Arsch sind. Da hatten mir einige auch Shampoo-Empfehlungen gegeben und da wollte ich dann auch mal bei Rossmann oder DM gucken. Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe, vielleicht auch morgen. Mal gucken. Auf jeden Fall dachte ich, um meine Kopfhaut so ein bisschen zu pflegen und der so ein bisschen Feuchtigkeit zu geben, benutze ich von Pomelo jetzt einfach mal eine Maske. Das ist die Maja Magic. Ich habe mit denen eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, gerade für sehr trockenes Haar finde ich die eigentlich sehr gut. Deswegen probiere ich die mal aus. Und ich habe auch übrigens einen neuen Freund, an dem ich gerade schon wieder rumgespielt habe. Und habe gestern Bräunungstuch benutzt im Gesicht, ich weiß nicht. Also in Real Life sieht man, dass es ein bisschen braun ist, in der Kamera irgendwie nicht so. Malicious ist übrigens gerade einkaufen und den Adventskalender für Team B haben wir auch schon geöffnet, weil der uns wieder verrückt gemacht hat heute Morgen. Ich muss gerade mal überlegen, bin ich heute mit Isa? Ne, ich bin heute mit Essence tatsächlich dran, deswegen müssen wir da hinten hin. Nummer 8 haben wir hier, drücken wir die Daumen, dass was Cooles drin ist. Sieht aus wie ein... Oh, ich wollte gerade sagen, wie Nagellack, aber das ist ein Mini-Nail-Primer. Finde ich eigentlich ganz cool. Öffnen wir jetzt noch meinen Invisibubble Adventskalender. Da ist hier die Nummer 8. Wieder ein durchsichtiges Haargummi. Aber die finde ich cool. Ich muss dazu sagen, ich habe den Kalender auch geschenkt bekommen. Und habe mich da auch richtig drüber gefreut und generell bin ich schon ein Invisibubble-Fan. Ich feiere die Haargummis, ich benutze sie sehr gerne und meine Haargummis sind halt jetzt auch alle leer, weil ihr kennt das, man verliert die, man verlegt die und deswegen freue ich mich darüber. Ja, also wie gesagt, diese zwei Sachen waren heute in meinem Kalender. Sehr cool. Okay, ich würde sagen, wir gehen ins Bad. Aufräumen. Achso, und was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, fällt mir gerade ein. Unsere Deko hier habe ich euch noch gar nicht richtig gezeigt. Das hier ist unser Fenster. Also wir sind übrigens gerade im Esszimmer. Hier steht so ein Baum. Mamalicious hat dieses Jahr alles sehr, sehr eintönig gehalten. Also diesmal nichts mit bunt. Hier oben die Girlande habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und in der Küche haben wir auch ein bisschen was. Sieht man jetzt nicht so gut, aber das sind so Schneeflocken. So, ich bin jetzt im Bad und werde jetzt erstmal hier meinen Lappen auswaschen, den ich benutze fürs Bad. Und ich höre jetzt währenddessen einen Podcast. Ich liebe ja Podcasts, ihr wisst es ja. Und meine beste Freundin hat mir erzählt, dass sie sich den Podcast von Rebecca Reusch angeschaut hat. Also das Mädchen aus Berlin, was verschwunden ist, das habt ihr bestimmt mitbekommen. Und dann habe ich geguckt, ob es den auf Spotify gibt und den gibt es tatsächlich. Und deswegen höre ich mir den aktuell an. Ich bin jetzt bei Folge 1 erst. Aber finde es wirklich super, super spannend. Und wirklich sehr, sehr cool. Deswegen höre ich mir den jetzt an. I am on my way again. Can't believe it's been a year. Riding through the winter night. Thinking of my only wish. I don't need a perfect.
look at all the Christmas lights. Guckt euch mal an, wie fettig meine Haare jetzt aussehen. Aber das ist die Maske, ne? Aber sie sind wirklich fettig, aber das ist die Maske, die jetzt so extrem aussieht. Auf jeden Fall bin ich jetzt fertig. Und lass mir jetzt Badewasser ein und dann gehe ich jetzt mal baden. How they paint the town in color, but they own nothing next to you. Meine Beauty-Routine ist vollbracht. Ich war jetzt baden, habe mich ja schon überall schön eingecremt und habe auch schon meine Jogginghose an. Ich gehe nämlich heute im Jogginganzug. Ich habe euch gar nicht erzählt, wo ich hingehe. Ich gehe heute jemanden besuchen. Könnt ihr schon alle denken, wen. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen sollen oder wollen. Ja, bei mir kamen gerade zwei Pakete an. Ich öffne die jetzt mal, kann euch aber nicht versprechen, euch die zu zeigen. Nee, das sind nämlich Weihnachtsgeschenke. Ich kann es hier an der Stelle schon mal droppen. Ich werde euch noch erzählen, was ich meinen Liebsten alles so schenke. Das werde ich auf jeden Fall machen. Sobald es soweit ist. Weil ich werde ja am 24. auch wieder filmen. Aber jetzt kann ich euch das leider nicht zeigen. Aber ich kann schon mal so viel sagen, es ist ein Buch. Lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Könnt ihr euch euren eigenen Teil zu denken. Und dann habe ich noch das hier. Wobei ich aber gar nicht weiß, was da jetzt drin ist. Ich habe was bestellt für meine Eltern zu Weihnachten. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil die werden das auf jeden Fall sehen. Und ich dachte, das wäre voll groß. Ist es aber halt echt nicht. Scheiße. Jetzt muss ich mal mit Bio absprechen, was die dazu sagt. Ansonsten eventuell zurückschicken, weil ich dachte, das wäre richtig groß. Aber das überlege ich mir nochmal. So, jetzt mache ich auf jeden Fall meine Gesichtspflegeroutine und meine Haare. Habe ich jetzt mit einem Shampoo gewaschen, was ich eine ganze Zeit lang schon mal benutzt hatte. Und zwar ist das so eine Shampoo-Seife. Weil die hatte mir meine Friseurin empfohlen, dass ich damit mal waschen soll, weil ich gesagt habe, dass meine Haare so schnell fettig werden. Dann hatte ich die eine ganze Weile benutzt. Daran hat mich aber mega gestört, dass die nicht so aufschäumt. Und dann dachte ich jetzt, komm, gibst du dir einfach nochmal eine Chance und benutzt die. Die ist von Nivea. Gibt es bei Rossmann und DM. Und da werde ich jetzt mal gucken, inwieweit das funktioniert für mich. Ich habe übrigens auch einen neuen Föhn. Meiner ist nämlich kaputt gegangen. Der hat nur kalt geföhnt und jetzt habe ich den von Remington. Den habe ich geschenkt bekommen. Ich habe mich voll drüber gefreut. Like no other. Wrapped in paper. No, I don't long for gifts of gold, but I'll be home for you. Jetzt fertig mit meinem Beauty-Programm. Weiß jetzt gar nicht, wie ich meine Haare am besten machen soll. Weil ihr wisst ja, dass die mir so ein bisschen auf den Sack gehen, wenn die immer offen sind. Die sind jetzt übrigens so lang. Also gehen schon bis zum Bauch.
Ja, auf jeden Fall ziehe ich mich jetzt an und dann geht's los. Wir hatten gerade überlegt, ob wir heute Abend noch essen gehen oder so, aber ja, irgendwie, keine Ahnung, da muss man sich ja auch richtig hübsch machen. Und ich bin jetzt nicht richtig hübsch gemacht, ich habe nur ein bisschen was im Gesicht, damit ich ertragbar aussehe. Deswegen überlegen wir jetzt noch, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall die letzte Haus des Geldes Folge gucken. Wir haben nämlich Haus des Geldes angefangen und da werde ich euch auf jeden Fall mein Fazit zu geben. Und ich finde meine Augenbrauen echt nice, die habe ich gerade nämlich so ein bisschen gezupft und gestylt. Die gefallen mir heute, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, ich fahre jetzt erstmal los. Ich habe jetzt auch nur noch 2 Balken vom Kameraakku, weil ich so viel schon gelabert, gefilmt und gemacht und getan habe. Aber ich werde euch trotzdem noch ein bisschen was zeigen. Hello, ich bin jetzt angekommen. Ich war zwischendrin noch kurz tanken und bei Edeka. Mamalicious macht nämlich heute Vanillekipferl. Und Vanille-Gipfel, keine Ahnung, ich habe es voll komisch gesagt, oder? Auf jeden Fall freue ich mich da schon mega drauf und sie hat noch Vanille gebraucht, deswegen habe ich ihr das noch schnell geholt und war noch tanken. Und jetzt gibt es gleich, glaube ich, Essen. Auch wieder Nudeln, wie immer, aber ich esse Nudeln gerne, ich freue mich drauf. Wir haben jetzt Haus des Geldes fertig geschaut. War das jetzt mitten in der Nacht? Ja. Wir haben Haus des Geldes fertig geschaut. Ich fand es zum Schluss hin echt gut. Also zwischendrin dachte ich so, irgendwie ist es ein bisschen doof gemacht alles. Es hat sich auch, finde ich, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass man so lange warten musste auf die Staffel jetzt und auf die Teile. Aber es hat sich so ein bisschen auch gezogen jetzt zum Schluss hin. Deswegen zwischendrin dachte ich so, ist vielleicht doch nichts mehr. Aber das Ende war echt gut. Und das war es ja jetzt auch, da kommt ja jetzt auch nichts mehr. Deswegen fand ich gut, kann ich euch empfehlen, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und wir fahren jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Wir waren tatsächlich noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Wir haben nämlich 2 immer hier bei uns in Marburg. Der in der Oberstadt, der bei der E-Kirche. Und wir fahren zur E-Kirche, ne? Ja. Mal gucken, was es da so Schönes gibt. Ich möchte auf jeden Fall eine Käsewurst und eventuell einfach Schokofrüchte. Aber da muss ich mir erstmal angucken, wie das aussieht, weil die schmecken nicht überall. Was ich mir geholt habe. Jetzt wäre Mama wirklich ganz eifersüchtig. Übrigens frittierter Blumenkohl und ich werde es jetzt probieren mit euch. Es schmeckt, aber ich hatte es besser in Erinnerung und jetzt würde ich lieber einen Maiskolben essen, weil die haben auch Maiskolben und eine Käsewurst. Weihnachtsmarkt-Tour. Wir haben nicht so viel gegessen. Ich hatte Blumenkohl, er hatte Pilzpfanne und jetzt habe ich einen Weintraubenspieß und du? Erdbeerbanane. Erdbeerbanane. ja, also ich muss sagen, es ist halt jedes Jahr dasselbe. Es war wieder schön, so wie jedes Jahr auch. Letztes Jahr war ja nicht, aber sonst immer. Aber generell ist ja Weihnachtsmarkt, Kirmes und so ein Scheiß, ist ja immer sehr, sehr teuer. Aber dieses Jahr, die wollen für eine Currywurst-Pommes 6,50 Euro. Ist schon viel Geld, oder? Deswegen, also wir sind nicht geizig oder so, aber ich würde mir da jetzt nicht für 6,50 Euro eine Currywurst-Pommes holen, sage ich euch ganz ehrlich. 3 Euro für einen Maiskolben oder 4 Euro für so eine Pilzpfanne finde ich noch in Ordnung. Aber 6,50 Euro für eine Currywurst-Pommes finde ich halt echt schon übertrieben. Und die Portionen sind halt auch irgendwie kleiner geworden, als sie mal waren. Egal. Also 4 Euro war die Pilzpfanne sehr klein. Ja, auch der Blumenkohl, der war auch in einer kleinen Schale. Naja, auf jeden Fall war das unser kurzer Weihnachtsmarktbesuch. Aber wir gehen diese Woche nochmal, ne? Ja. Mit Dennis und Marie am Sonntag. Dann, wenn Papalicious Geburtstag hat. Jetzt wäre ich fast gefallen. Ich habe zu Hause doch immer diese Schlappis hier an, ne? Es ist so nach vorne geklappt und ich bin gestolpert und mir fast gefallen. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt zu Hause, wie ihr sehen könnt. Ich
ziehe jetzt schon mal die Dateien auf dem Laptop und wollte eventuell mit meiner besten Freundin noch eine Shisha rauchen, aber die meldet sich noch, hat sich noch nicht gemeldet, deswegen mal gucken. Und morgen werde ich hier aufräumen, weil es ist eine Katastrophe. Und wisst ihr, wie ich mir das überlegt habe? Eigentlich werde ich ja Freitag für euch filmen, weil ich filme alle zwei Tage für euch, ne? Aber ich habe mir das jetzt so überlegt, weil ich morgen hier komplett alles sauber machen will und wir morgen früh auch mit dem Timmy zum Hundefriseur gehen, dass ich morgen für euch filmen werde. Und Freitag zeige ich euch nicht meinen Tag, ich zeige euch nur meinen Friseurbesuch, weil ich Freitag zum Friseur gehe und das kommt dann am Samstag online. Ich glaube, das ist ganz cool. Dann seht ihr auch mal wieder ein bisschen hier von mir im Zimmer und nicht nur unterwegs. Das ist vielleicht auch mal ganz cool, weil ich persönlich gucke nicht so gerne die Vlogs, wo die Leute nonstop unterwegs sind. Warum bin ich jetzt nicht mehr scharf? Ja, deswegen werde ich das so machen. Achso, ich muss der Vajo noch das Weihnachtsgeschenk zeigen. Das habe ich total vergessen. Aua, ich habe hier schon wieder eine Wunde. Und ich muss sagen, bis jetzt geht's noch mit meinen Haaren. Ich bin mal gespannt, ob die morgen fertig sind. Aber ich werde euch auf jeden Fall dann nochmal updaten. Also ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen oder wenn ihr irgendwas in die Kommentare schreibt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Vlog wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Passt auf euch auf und bis dann. Tschüssi.